Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Saxonia. Ja, wir sind bereits in Folge 261 und ja, wir machen gerade ein bisschen Heu. Ich hatte ja schon mal ein bisschen mit dem Wender probiert und das klappte soweit. Und jetzt nehme ich hier den Rest auf. Ne, dass ich erstmal einen Wagen voll hatte, den wollte ich jetzt unbedingt voll machen, damit ich die Produktion am Laufen erhalte. Das heißt also, ich werde den natürlich jetzt gleich wieder abkoppeln, den Rest wenden und dann ihn hier aber vorher natürlich in die Produktion bringen. Sprich, in die Mischfutterproduktion, damit der Spaß da läuft. Ne? Das ist der wichtige Punkt. So, ja, ich konnte die anderen Spuren mit einfacher Fahrt aufnehmen, nur die allererste hier und dann wahrscheinlich vielleicht auch die letzte mit Pech. Die wollte nicht so unbedingt. Wenn jetzt ein, zwei kleine Stuppen hier überbleiben, ist mir das diesmal wirklich egal. Hauptsache, ich nehme den hauptsächlichen Streifen hier auf. Also, da waren wir voll. Okay, ja, den Rest können wir dann vielleicht doch nochmal aufnehmen. Müssen wir mal gucken. Erstmal bringen wir das jetzt hier in die Mischfutterproduktion. Das ist wichtig. Da hatten wir zwar erst 19.500 reingebracht, aber wenn wir noch ein bisschen vorspulen sollten und sowas, muss natürlich, ne, bis zum Vorspulen auch da was gemacht werden können. So, sehr schön. Schon mal wieder gute, nicht falsch fahren, gute 53.000 Liter. Dann geht da erstmal wieder was, ne? Was mich dann hinterher hängt, ist eher die Silage. So, gut, produziert war hier noch nichts. Ne, ihr seht aber, der Heupart war schon wieder weg. So hart ist er. Und jetzt kommt der Heupart rein und jetzt dürfte hier auch die. Genau. Ihr seht auch selber, es verschwindet sofort Heu. Der ist nicht alles aktualisiert, aber es wird auch sofort schon wieder produziert. Ne? So, wir können mit ihm natürlich jetzt wieder schön zurückfahren, stellen ihn erstmal eine Runde ab da wieder und nehmen erstmal den Wender und wenden den Spaß da erstmal. Dass da alles läuft, ne? Milch müssen wir zwischendurch noch verkaufen, fällt mir noch so ein. Und der Tankwagen muss natürlich dann auch wieder zurück. Aber schauen wir gleich mal. So. Das ist ja zum Glück direkt vor unserem Hof hier. Shop ist ja nur die Kreuzung gerade rüberfahren. Das ist ja immer schön kurz. So. Den einmal abgehängt. Das gute Zeug hier wieder. So. Kommt gerade was mit. Kann man hier auch mal ein bisschen rangieren. So. Auseinander damit und runter damit und an damit. So, so sieht das aus. Dann eine gerade Bahn fahren. So ist es. Ja, ne, das wäre natürlich jetzt optimal gewesen, hätte ich jetzt den Kollegen beim Mähen nur mit 19 fahren lassen und ihn hinterher fahren lassen. Ne? Da hätte ich jetzt den Arbeitsgang gespart, aber müssen wir nächstes Mal dran denken. Beim kleinen Feld lohnt sich es nicht. Ich werde das kleine Feld weiterhin einfach stumpf in die Heuproduktion geben, also in die Grastrocknungsanlage geben. Aber das große Feld hier werden wir jetzt immer stumpf mit Zetern. Deswegen werde ich die Zeter hier auch einfach stumpf irgendwo stehen lassen an der Seite. Brauche ich gar nicht mitnehmen zum Hof, die wird eh nur hier eingesetzt. Deswegen ist das dann kein Ding. So. Ja, ich weiß, das ist nicht mein Land. Es macht mir auch nichts, dass das nicht mein Land ist.
Ja, ich spötter jetzt ab und zu ein bisschen daneben. Warum, weiß ich nicht. Ja, jetzt macht das nicht mehr. Doch, da ist wieder so ein Klecks. Naja, aber den Klecks kann ich leben, würde ich sagen. Schön ruhig weiterfahren, dann geht das. Ja, drei solche Bahnen ist 53.000 Liter ungefähr. Das ist dann schon mal nicht schlecht, ne? Mal gucken, wie viel wir da hinkommen. Wir werden wahrscheinlich nicht die gleiche Menge wie beim Stroh haben, aber der Ansatz sieht schon mal gut aus. Ja, okay, da am Ende kann man vielleicht noch einmal extra das kleine Stückchen fahren. Nachher noch ein paar kleine Reste einsammeln, dann geht das alles, ne? So. Ja, sind natürlich jetzt auch ein paar Bahnen zu machen. Aber so ist das in der Landwirtschaft. Man muss halt machen, was zu machen ist, ne? Und da das andere nicht schnell genug ist. Ich hätte natürlich jetzt gerne bei einmal Vorspulen hier 1 Million Liter produziert an Mischfutter. Das hätte was. Würde momentan eher an der Silage scheitern dann nachher, aber das ist eine andere Geschichte. Deswegen versuche ich ja dann, oder wir zusammen halt mit der Sojaölproduktion als Abfallprodukt noch das Mischfutter zu kriegen und mal gucken, wie viel da denn mal rumkommt. Da bin ich auch gespannt. Da haben wir ja schon Paletten und sowas angeliefert. Da müssen wir die Sojaproduktion Nummer. Oh. Okay. Da war ich am Anfang nicht ganz richtig. Ich hatte gesehen, da verteilt er es dann breiter, ne? Das ist nicht gut. Dass er mal ab und zu ein bisschen zur Seite spörtert, ist ja okay. Vielleicht liegt das. Also das mit dem kleinen zur Seite spörtern, so wie das hier, das könnte vielleicht ein bisschen an Unebenheiten liegen. Weil ich fahre momentan echt nur geradeaus und halte eigentlich relativ die Spur. Ich arbeite solche Sachen ja alles komplett ohne GPS-Geschichten oder sowas. Alles, was bei mir auf dem Feld passiert, ist ja nur mit dem originalen Helfer. Ich lasse mir ja nur beim Fahren helfen. So. Ja, okay, auf dem Feld passiert natürlich noch was anderes, wenn ich Häcksel oder sowas, dann ist da auch Follow Me mit am Start, das gestehe ich zu. Aber das ist auch okay, finde ich. So. Ja, das sieht bis jetzt ordentlich aus. Aber das ist doch eine von den etwas schmaleren Spuren, ne? Seht ihr, jede zweite Spur ist einen kleinen Tick schmaler. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber es ist halt so. Ja, die hier und die nächste, dann haben wir schon wieder über 100.000 Liter an Heu gemacht. Das ist schon gut. Das ist ja Bahn Nummer 5 hier. Und ihr seht ja, so super breit ist das auch nicht mehr. Das wird jetzt keine Stunden dauern. Und vor allem mit der Arbeitsgeschwindigkeit von 19 km/h halt nicht, ne? Können wir nur froh sein, dass wir nicht Feld 3 zur Wiese gemacht haben. Da wird es ein Sekündchen dauern. Also ich werde am Schluss wohl doch eine kleine Aufräumtour machen für die dann echt etwas breiter geratenen Streifen. Ne? Kann man, glaube ich, nachvollziehen. Aha. Hier hat es mit den breiteren Streifen besser geklappt gleich am Anfang. Sehr schön. Ja, das hier wäre dann Hänger Nummer 2. Wenn wir die Bahn hier fertig haben, sind zwei Hänger voll.
oder zwei Ladewagen, wie ihr wollt. Und wir machen wohl noch weitere drei. Also eine. Das wird auf jeden Fall so zwischen 250 und 300.000 Liter hier runterkommen noch. Gehe ich mal von aus. Ja, und Silage müssen wir echt gucken. Wir müssen echt unbedingt, unbedingt Häcksel gut machen, um im Fermenterturm arbeiten zu lassen. Das ist wichtig. So, was war jetzt Bahn 6? Dann kommt jetzt Bahn 7. Das läuft auch. So muss das sein. Das war die. Die ist schon schwieriger. Die sieht auch nicht sauber gemäht aus irgendwie. So, wir haben schon mal Bahn 8. Ist auch schon mal gut. Kommen der Mühle immer näher. Ja, und Getreide müssen wir natürlich ja nicht nur für die Schweine machen, übrigens, um das wieder aufzugreifen, sondern wir müssen natürlich auch noch den Getreide-Part machen, um die Mehlproduktion weiter nach oben zu treiben. Wir haben zwar eine Ladung Mehl drin, aber wenn wir die Bäckerei noch anlaufen haben wollen, dann müssen wir natürlich da auch nochmal was hinbringen. Unter anderem auch Paletten dann, ne? Klar. Aber halt auch Mehl. Und das muss natürlich auch mal erst produziert werden. Musste kurz anhalten. Ich bin aber mutwillig gerade ganz rüber gefahren, ne? Besser wie auf die Straße zu wenden. Wir wären wahrscheinlich nicht mehr reingefahren. Wäre natürlich nicht so schön gewesen. So, das hier ist dann Bahn Nummer 9. Damit sind wir dann bei 3. Und ich sehe da noch 6 Bahnen. Das heißt, es müssten eigentlich. Sein, was ganze Bahn angeht, und dann vielleicht noch eine zum Aufbauen. Ne, 5 heißt auf jeden Fall schon mal 265.000 Liter. Das ist schon mal gut. Also wie schon meine Schätzung halt, ne? Klar. In dem Fenster werden wir liegen. Da hätten ganz jetzt noch die Straßenbahn gerade angefangen. Ich weiß gar nicht, wo die anfängt und wo die aufhört. Habe ich mir nie drum gekümmert, muss ich zugestehen. Die fährt einfach nur. Ist mir sonst auch unterwegs nie passiert, obwohl, okay, da hinten in die Ecke fahren wir ja selten, ne? Das stimmt auch. Naja, nichts bei denken. So. Das ist dann der Bogen hier. Ja, wir waren jetzt nicht mal eine Folge hierbei bis jetzt. Das sieht ja gut aus. Wir werden das heute jetzt wohl nicht hier zu Ende kriegen, aber
Auf jeden Fall werden wir dann in der morgigen Folge die letzten Bahnen hier machen. Und natürlich das Ganze in die Produktion geben. Und dann müssen wir mal gucken, was uns noch fehlt. Weil so langsam kommen wir dann dem Ende zu, dass wir vorspulen können halt, ne? Werden uns das doch einmal dann, bevor wir dann das Ganze hier jetzt einsammeln, dann wohl morgen mal eine Runde drum kümmern müssen, was jetzt Zuckerproduktion und ne, Getränkproduktion und sowas angeht, wie es da jetzt aussieht, was wir wo nach wohin bringen müssen. Ich meine, wir müssen nämlich auch, glaube ich, Zucker zum Bäcker bringen. Und da würde sich natürlich dann das der lose Zucker anbieten, weil ich glaube, der Bäcker wartet auch noch auf den losen Zucker, ne? Weil das ja die Produktion Zucker hier dazugehört. Ne? So, ja, aber während ich diese freundliche Bahn hier fahre, geht die Folge für heute zu Ende. So simpel ist es. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre natürlich spitzenmäßig. Dann bedanke mich auf jeden Fall nochmal für die Unterstützung und sage dann mal bis morgen.